Hola, ich möchte euch jetzt mit diesem Video zwei Anregungen zeigen für die Möglichkeit, während mein Ochos vorwärts tanzt, Verdopplungen zu gestalten. Ich zeige das gleich zur Musik zuerst, also eine Idee zu einer langsamen Musik erstmal und dann ein paar Tipps dazu. Ja? Zuerst zum Beispiel starte ich ganz normalen Ochos, den normalen Tempo sozusagen, langsam. Na, bei Ochos vorwärts. Immer relativ lange Schritte, aber ohne dass es ein Spagat wird. Zwischendurch, tak, 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 tak. Eine andere. Tak, 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 tak. Gut, in der Idee, also wenn wir den normalen Ocho nehmen, Ocho vorwärts in diesem Fall, na, auf dieser Seite, dann waren wir zu Rivantes, ist der Tanzpartner. Die Länge des Schrittes, na, bis auf bestimmte spezielle Situationen. In der Regel, na, die Idee wäre, ich habe eine Projektion und dazu pushe ich noch mit dem Steinfuß. Ja, und dadurch habe ich dann eine bestimmte Länge in den Schritt. Soll aber normalerweise nicht so sein, dass ich die Projektion habe und sofort hier verlagere, normalen Schritt sozusagen, auch nicht extrem lang, dass es fast in Richtung Spagat geht. Weil während ich Gewicht verlagere, würde ich total unstabil werden. Deshalb Projektion. Pushen, ja, und das wäre zum Beispiel die Länge jetzt für meinen Schritt. Ja, weil natürlich das ist individuell immer anders. Projektion, pushen. So. Und da ist ein bestimmter Namstang. Und mehr oder weniger, wenn ich zum Beispiel die erste Variante machen würde, tak, 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 na, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Wäre in etwa die, mehr oder weniger den gleichen Abstand, den ich brauche, um das zu machen. Ta, 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 klein, klein, lang. Ein bisschen lang, in Anführungszeichen, ist nicht, dass ich richtig einen großen Schritt mache. Nur ist ein bisschen länger als die anderen. Ta, ta, ta. Kurz, kurz, und hier ist ein bisschen mehr. Ta, 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 ta. Das wäre ja eine Idee. Und die andere Idee, die finde ich, also was hier wäre, sagen wir so, von der Art von Schritt eher gewöhnlich. Die andere Idee finde ich persönlich, vielleicht, weiß nicht, ob schön, aber es ist auf jeden Fall anders, dass man den Schritt an sich normal gestaltet, den Schritt vor, und während man dreht, dann Rebound hier, bam. Rebound, go, rebound, go, rebound, go, tak, tak, go, tak, tak, go, wieder Schritt, go, wieder Schritt, go, wieder Schritt, go, und so weiter und so fort. In diesem Fall, jetzt komme ich ein bisschen näher hier, ist die Idee, ich gehe vorwärts, Schritt. Projektion, ein bisschen pushen, gehe ich ein bisschen mehr. Und jetzt, wenn ich drehe mit diesem, bin ich ein bisschen ups. Hier muss ich nur aufpassen, dass ich nicht, dass meine Achse nicht auf den Ferser kommt. Also, dass ich nicht den Fuß komplett, ne, loslasse, sondern
schon sofort, sobald ich nach hinten gehe, sofort mit dem Ballen, ja, da ist ein Widerstand und pushe wieder nach vorne. Nur ein bisschen und wieder, ein bisschen und wieder nach vorne. Wiege, wiege, wiege. Das heißt, den Reload. Auf der anderen Seite das Gleiche. Ne? Pass. Weil wenn ich das tue, dass ich ganz verleihe, dann wird der Rebound nicht stattfinden und ich werde auch langsamer und angenommen, ich meine, wenn wir zu zweit tanzen und ich mache dabei das, dieses komplett nach hinten zu verlagern, würde mein Tanzpartner eventuell auch ein bisschen aus der Achse bringen. Ja, deshalb wäre unheimlich wichtig von der Gestaltung her, dass wenn ihr euch dafür entscheidet, das zu machen, dann hier ist richtig so Fußarbeit mit dem hinteren Fuß, dass es nicht dazu kommt, richtig nach hinten zu verleihen. Und der Torso von der Intention, der geht zwar nach hinten, aber der Torso liegt vorwärts. Der geht auch nicht, ja, nach hinten. Tak, pa, pa, ta, 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 ta. Tak, 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 tak. No, Torso guckt immer zu ihm oder zu ihr, weil das spielt keine Rolle, oder führende oder folgende. Bam. Und so weiter und so fort. So, ich hoffe, dass es euch auch vielleicht Spaß macht und noch ein schönes Wochenende.